Ja,
Applaus nochmal für die beiden Fighter. Sieger durch TKO in der ersten Runde. Die Rote Ente! Kleines Interview, muss ich ein bisschen leiser. Ja, nochmal Applaus für unseren Patrick hier. Ist egal, was für eine Sportart man treibt, vor allem jetzt Boxen. Ich habe also viele Sparringrunden gesehen von Patrick, wie fokussiert er war, wie er sich gequält hat. Und ich glaube, er ärgert sich, wie ich auch, die erste Runde. Und dann ja, hat er dann geknackt. Aber Patrick. Ja, erstmal hallo Essen. Ich freue mich mega, endlich wieder vor Publikum boxen zu dürfen. Freue mich noch viel mehr, zu Hause boxen zu dürfen. Und noch mal viel mehr, wirklich dann auch im Borbeck boxen zu dürfen. Ist eine riesige Ehre für mich. Ich wollte schon seit, ja, seit jungen Jahren hier boxen. Leider ist die Aktion bzw. die Veranstaltung Corona-bedingt ein bisschen kleiner ausgefallen. Und das Ganze drumherum leider auch, aber nichtsdestotrotz seid ihr Vielzahl erschienen, was mich mega freut. Die Vorbereitung ist gut, leider der Kampf wird nicht, beziehungsweise der Kampf war sehr kurzfristig. Hätte gern richtig mehr gezeigt. Ich danke euch fürs Erscheinen, ich danke euch, dass ihr im Regen hier steht. Danke, Essen! Ja, ich meine, ihr habt ja schon den nächsten Plan vielleicht im Kopf. Wann ist der nächste Kampf? Habt ihr schon irgendwie über den Kopf? Leider nicht. Also wir haben immer noch ausstehenden internationalen Kampf, einen Auslandskampf. Der wurde auf Corona wegen leider auch verschoben. Wo es bei uns ein bisschen lockerer wurde, wurde es da ein bisschen strenger, sodass wir nicht ausreisen oder beziehungsweise dort einreisen konnten. Wie gesagt, der Kampf steht immer noch. Wir hoffen, dass wir möglichst bald dort auch kämpfen können. Sobald ich da Infos habe, beziehungsweise offizielle Infos habe, gebe ich die gerne öffentlich, Facebook, Instagram oder sonst wo. Genau, und bis dahin bleiben wir natürlich im Training fokussiert. Training lief bisher super, also dadurch, dass ich im letzten oder vorletzten Jahr ein bisschen die ein, zwei Verletzungen hatte, kam ich nicht aus der Bahn, aber auf dem Gegenteil. Ich konnte jetzt knapp anderthalb Jahre wirklich super durchtrainieren. Der letzte Kampf ist 9 Monate her. Leider auch nicht ganz so toll, weil auch kurzrundig und da konnte ich meine Leistung ganz so abrufen, aber sieht gleich beenden. Deswegen hoffe ich, hier nächstes Jahr nochmal kämpfen zu dürfen. Vielleicht auch andere Locations in Essen. Definitiv immer gerne in Essen, aber wie gesagt, vorher steht der internationale Kampf an. Ja, ich, also wie gesagt, ich habe viele Trainingseinheiten von dir gesehen. Und Patrick, du warst noch nie so fit in den letzten Monaten, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich habe da was im Hinterkopf. Was ist denn mit einem Kampfabend im Stadion? Ja, Stadion ist mein absoluter Traum nach der Arena oder sogar vielleicht sogar vor der Arena. Stand schon im Gespräch und ich denke, im nächsten Jahr wird es da vielleicht möglich sein. Auch da müssen wir uns Corona-bedingt ein bisschen zurückhalten. Aber der Traum steht auf jeden Fall und das ist auch einer meiner Ziele, in den nächsten Jahren da noch kämpfen. Und ich denke, das kriegen wir hin. Da würde ich mich auch freuen. Nochmal ein Riesenapplaus für euren Essener Junge, Patrick Kauke. Natürlich wollte ich mich noch bei meinem Team und bei meinem Promoter bedanken, die mir das ermöglicht haben, hier zu kämpfen. Wie gesagt, auch in Corona-Zeiten nicht ganz so einfach. Aber danke dafür, danke an mein Team, was hinter mir steht, beim Training, auch privat. Ich bin vor 6 Wochen heute nochmal Papa geworden. Hab also 3 Kinder, auch nicht ganz so einfach, aber schön.
Somit habe ich jetzt ein bisschen Pause, kann die Zeit mit der Familie genießen. Und wie gesagt, sobald jemand nachsteht, werde ich euch wissen lassen. Ja, bitte. Drei Kinder ist der beste Trainingslager, oder nicht? Ja, auf jeden Fall. Ja, danke. Schön, dass ihr da wart. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Nochmal einen Donner Applaus! Mit Unterschrift von Uli Wegner, sensationell! Uli! Danke, Patrick, super! Ja, müssen wir jetzt auch mit der Kohle machen wir schon. Oder wir fahren morgen in Phantasialand.